Warum hat Lord Voldemort es Fenrir Greyback verboten, ein Todesser zu werden? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir uns mit den Todessern und auch den Anhängern von Lord Voldemort generell befassen. Genauer gesagt geht es um einen Anhänger im Besonderen, den berüchtigten, massenmordenden Werwolf Fenrir Greyback. Ähnlich wie in unserer Welt gibt es auch in der Welt der Zauberer zwei Arten von Menschen, die moralisch Rechtschaffenen und die moralisch Verdorbenen bzw. Flexiblen. In Harry Potter wird die dunkle Seite dieses Spektrums durch die Todesser repräsentiert. Alles begann in den späten 1930er Jahren, als ein junger Mann namens Tom Riddle begann, Hogwarts zu besuchen. Nach außen hin schien Riddle ein normaler, respektabler junger Mann zu sein, aber tief in seinem Inneren hatte er viele Dämonen, die ihn dazu brachten, unvorstellbare Dinge zu tun. Er hatte weder eine Mutter noch eine Vaterfigur. Er wurde einfach in einem Waisenhaus zurückgelassen und so hatte er nie eine echte Vorstellung von Liebe oder Familie. Dieser harte Start ins Leben machte alles nur noch schlimmer, denn wenn er von einer liebevollen Familie adoptiert worden wäre, hätte alles anders sein können. Riddle wurde unter dem Einfluss eines Liebestrankes gezeugt, und diese Tatsache lässt vermuten, dass er unfähig ist zu lieben. Aber Rowling hat auch erklärt, dass wenn Riddles Mutter da gewesen wäre, um sich um ihn zu kümmern, er fähig gewesen wäre, Liebe zu empfinden. Abgesehen von der Liebe hatte Riddle nicht einmal ein Konzept für Freundschaft, weshalb Riddles Zeit in Hogwarts so bedeutsam war. Als Riddle in Hogwarts ankam, wurde er dem Haus Slytherin zugeteilt. Und es dauerte nicht lange, bis er eine Gruppe von Freunden fand. Zumindest sah es so aus. Natürlich waren diese sogenannten Freunde in Wirklichkeit nur seine Anhänger. Eine Gruppe, die Dumbledore einmal als Mischung aus Schwachen, die Schutz suchten, Ehrgeizigen, die nach Ruhm strebten, und Schlägern, die einen Anführer suchten, der ihnen raffinierte Grausamkeit beibringen konnte, beschrieb. Ursprünglich waren diese Freunde als Ritter von Walpurgis bekannt, aber im Jahr 1970 wurden sie unter einem anderen Namen bekannt, die Todesser. Zu diesem Zeitpunkt hatte Voldemort beschlossen, seine dunkle Natur voll auszuleben, und er nahm andere Hexen und Zauberer mit auf seinen Weg. Die Todesser waren die treuesten Gefolgsleute Voldemorts. Sie gehorchten ihm auf Schritt und Tritt, um die Welt der Zauberer zu säubern. Das Ziel der Gruppe war einfach, die Autorität des reinen Blutes herzustellen. Angesichts der Tatsache, dass Voldemorts Ziel darin bestand, jeden zu unterdrücken, der kein reinblütiger Zauberer war, mag es überraschend klingen, dass einige Mitglieder der Gruppe nicht wirklich reinblütig waren. Tatsächlich gehörten viele ihrer Anhänger einer Rasse an, gegen die die Todesser etwas hatten. Leute wie Fenrir Greyback. Greyback war ein groß und böser aussehender Wolf und Anhänger von Voldemort, berüchtigt für seine Grausamkeit und Brutalität, besonders im Umgang mit Kindern. Er hatte ein bestialisches Aussehen mit verfilzten grauen Haaren, sabberndem Kinn und langen gelben Nägeln. Er war wie eine Figur, die Albträume hervorrief. Greyback war jedoch nicht immer ein solches Monster. Er hatte einen harten Start ins Leben, denn er wurde sehr früh von einem Werwolf gebissen und mit Lykanthropie infiziert. Bei der Lykanthropie handelt es sich um eine Krankheit, bei der jemand sich in einen Werwolf verwandelt. Manchmal geschieht dies absichtlich, manchmal ist es das Ergebnis eines Fluches. Es gibt keine Heilung für Lykanthropie und die Menschen fürchten diesen Zustand zutiefst, da er einer der verfluchtesten Existenzen überhaupt bedeutet. Nachdem Greyback gebissen wurde, wurde es Greybacks Lebensziel, so viele Menschen wie möglich zu infizieren. Er wollte kein Ausgestoßener sein, und da Lykanthropen mit einem gewissen Stigma behaftet sind, nahm er seinen Zustand an und machte es sich zum Ziel, genügend Werwölfe zu schaffen, um die Zaubererwelt zu beherrschen. Greyback wurde ein Anführer der Werwolfsgemeinschaft und war sogar derjenige, der Remus Lupin mit Lykanthropie infizierte, nachdem Remus Vater die Werwölfe beleidigt hatte. Obwohl er selbst eine Revolution anführte, verbündete sich Fenrir Greyback und die Werwölfe schließlich im Zweiten Zaubererkrieg mit Voldemort. Es ist jedoch erwähnenswert, dass sie zwar Anhänger von Voldemort waren, aber weder das dunkle Mal trugen, noch wirkliche Todesser waren. Sie waren nur seine Anhänger. »Bist du das, Fenrir?« fragte Dumbledore. »Das stimmt«, sagte der andere. »Freust du dich, mich zu sehen, Dumbledore?« »Nein, das kann ich nicht behaupten.« Fenrir Greyback grinste und zeigte seine spitzen Zähne. Blut rann an seinem Kinn herunter und er leckte sich langsam und genüsslich die Lippen.
Aber du weißt, wie sehr ich Kinder mag, Dumbledore. Soll ich jetzt davon ausgehen, dass du ohne den Vollmond angreifst? Das ist höchst ungewöhnlich. Hast du eine Vorliebe für Menschenfleisch entwickelt, die nicht einmal im Monat befriedigt werden kann? Das ist richtig, sagte Greyback. Das schockiert dich, nicht wahr, Dumbledore? Erschreckt dich das? Nun, ich kann nicht behaupten, dass es mich nicht ein wenig beunruhigt, sagte Dumbledore. Und Greyback hob einen gelben Fingernagel, zupfte an seinen Schneidezähnen und lächelte Dumbledore an. Voldemort nutzte Greyback nur für die nützlichsten und bequemsten Dienste, die er leistete. Im Grunde für alles, was ihm half, schnell an die Macht zu kommen. Lupins Hände schlossen sich krampfhaft in seinem Schoß. Fenrir Greyback ist vielleicht der wildeste Werwolf, der heute noch lebt. Greyback sieht es als seine Lebensaufgabe an, so viele Menschen wie möglich zu beißen und anzustecken. Er will genug Werwölfe erschaffen, um die Zauberer zu besiegen. Greyback hat sich auf Kinder spezialisiert. Er sagt, dass er sie in jungen Jahren beißt, sie von ihren Eltern trennt und sie dazu erzieht, normale Zauberer zu hassen. Voldemort hat gedroht, ihn auf die Menschen loszulassen. Das ist eine Drohung, die normalerweise zu guten Ergebnissen führt. Nun, du wirst dich vielleicht fragen, warum Fenrir Greyback, wenn er so gute Ergebnisse für den Dunklen Lord erzielt hat, nicht zu einem vollwertigen Todesser gemacht wurde. Im Text wird hervorgehoben, dass Greyback diese Ehre nicht zuteil wurde. Willst du ihn beschwören hierher? Nein, knurrte Greyback, ich habe kein Mal. Man sagt, er benutze das Haus der Malfoys als Basis. Wir werden den Jungen dorthin bringen. Harry glaubte zu wissen, warum Greyback Voldemort nicht rief. Der Werwolf durfte zwar die Roben der Todesser tragen, wenn sie ihn mal benutzen wollten, aber nur Voldemorts innerer Kreis war mit dem dunklen Lord gebrandmarkt. Greyback wurde diese höchste Ehre nicht zuteil. Greyback hatte kein dunkles Mal, weshalb er Voldemort in diesem Fall gar nicht rufen konnte. Darüber hinaus wäre Greyback aufgrund der Tatsache, dass er in Lucius' Falle war, niemals berechtigt war, ein dunkles Mal zu tragen. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es beträchtliche Vorurteile gegenüber Werwölfen in der Zauberergemeinschaft. Und dieses Vorurteil gilt nicht nur für die Guten. Es herrschte ein gegenseitiges Misstrauen zwischen beiden Seiten der Macht in der Zaubererwelt. Und Fenrir Greyback stand ganz unten in der Nahrungskette, was das Ansehen angeht. Die Sache ist die: Fenrir Greyback war eine mächtige Waffe und Voldemort wusste, dass er Fenrirs Fähigkeiten, nennen wir es mal Fähigkeiten, nutzen konnte, um die Zauberergemeinschaft zu kontrollieren und seinen eigenen Aufstieg zur Macht zu beschleunigen. Für Voldemort spielt es keine Rolle, dass Fenrir ein Werwolf war. Dieses Stigma hinderte ihn daran, Fenrir jemals zu einem Todesser zu machen. Voldemorts wahre Feinde waren jedoch muggelstämmige Halbblüter und Blutsverräter, und deshalb juckte es ihn überhaupt nicht, dass Fenrir ein Werwolf war, solange er nicht zum Todesser gemacht wird, aber ihn trotzdem natürlich verwenden kann für seine Zwecke. Fenrir war nicht der einzige Anhänger Voldemorts, der kein Reinblüter war. Voldemort heuerte Riesen, Dementoren und alle möglichen anderen dunklen Kreaturen an, um das Ministerium und die Guten zu vernichten. Voldemort war manipulativ und tat alles, was nötig war, um schnell an die Macht zu kommen. Wenn Menschen und Kreaturen bereit waren, für ihn zu arbeiten, unter dem Vorwand, dass sie irgendwann wichtig wären, würde er sicherstellen, dass es eine Win-Win-Situation für ihn natürlich wäre. Jedoch, wenn man bedenkt, dass Fenrirs ultimatives Ziel darin bestand, so viele Hexen und Zauberer wie möglich mit Lykantrophie zu infizieren, bin ich bereit zu wetten, dass Voldemort, wenn er die Macht erlangt und die Schlacht von Hogwarts siegreich gewonnen hätte, die Werwölfe ausgerottet hätte. Nicht, weil er sie unbedingt töten wollte, sondern weil sie eine Bedrohung für sein Regime gewesen wären. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Wenn du irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, stell sie mir gerne in die Kommentare. Wenn du irgendwelche Sachen zu dem Thema zu sagen hast, die ich vielleicht vergessen habe oder die du unbedingt loswerden möchtest, schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video soweit gefallen. Und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.